Hallo und herzlich willkommen zu Erzfunk. Ich bin Isa und heute gibt es eine neue Rezension von mir. Und zwar geht es heute um Wolkenbruchs waghalsiges Stell-Dich-Ein mit der Spionin. Das ist der zweite Teil der Wolkenbruch-Romane von Thomas Mayer. Der erste Teil wurde ja wirklich gefeiert, kam jetzt nochmal illustriert raus, wurde auch verfilmt und die Verfilmung habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich freue mich so sehr, wenn sie erhältlich ist und werde sie auf jeden Fall schauen. Aber jetzt kam eben der zweite Band raus. Und genau darum soll es heute gehen. Falls ihr also den ersten Band nicht gelesen habt, dann möchte ich euch natürlich darauf hinweisen, dass diese Rezension Spoiler erhalten kann. Aber man muss beim ersten Wolkenbruch eben auch dazu sagen, dass man den jetzt nicht fürchterlich spoilern kann. Denn das ist ein Buch, das muss man erlebt haben. Das ist jetzt inhaltlich vielleicht nicht so stark beladen. Aber ja, falls ihr den ersten Band völlig uneingenommen lesen wollt, dann würde ich euch fast davon abraten, jetzt weiterzuschauen. Aber diese Rezension wird euch jetzt nicht inhaltlich krass spoilern. So viel nur als kleiner Disclaimer für euch. Und nun kommen wir zu diesem Schmuckstück hier. Sprechen wir vielleicht erstmal über die Ausgabe. Und ihr seht schon, hier vorne haben wir einen Globus, der aus einer Orange besteht. Und das ist ein wahnsinnig passendes Cover für die Geschichte. Warum werdet ihr im Laufe der Rezension wahrscheinlich noch merken. Aber da muss ich echt sagen, da wurde tolle Arbeit geleistet. Es ist halt super schlicht, aber einfach so, so passend zum Inhalt. Und wir haben es hier mit so einem ganz typischen Diogenes Hardcover zu tun. Das Hardcover kostet übrigens 24 Euro neu und das hier ist ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank nochmal an Diogenes. Schauen wir doch mal unter den Schutzumschlag. Da haben wir natürlich diesen ganz typischen Leineneinband. Der Leineneinband hat so ein ganz helles Blau und, was ich irgendwie ziemlich cool finde, die Diogenes Bücher haben ja hier hinten dann immer den Titel auf einem schwarzen Hintergrund stehen und dadurch, dass dieser Titel so lang ist, haben wir hier eben einen fast komplett schwarzen Buchrücken. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das Ganze hat leider kein Lesebändchen, finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten kommen wir jetzt zum Inhalt. Ganz am Anfang, ungefähr auf Seite 10 des Buches, gibt es ein unfassbar passendes Zitat, das uns eigentlich ganz klar verdeutlicht, wo wir gerade stehen. Und das möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Im Spiegel des Aufzugs begegnet Motti Wolkenbruch einem Motti Wolkenbruch, der nur wenig Ähnlichkeit hat mit jenem, den er bis vor kurzem kannte. Er trägt keine orthodoxe Kleidung mehr, keine Kippa und keinen Bart, sondern Jeans und T-Shirt. Außerdem hat er aufgehört zu beten und koscher zu essen. Er isst überhaupt kaum noch. Und das alles wegen Laura. Damit haben wir quasi auch schon eine Inhaltsangabe zum ersten Band. Denn es geht natürlich nach wie vor um Motti Wolkenbruch, der alle Regeln bei sich zu Hause gebrochen hat, seine orthodoxe Mutter schrecklich verärgert hat und folglich auch von zu Hause rausgeschmissen wurde. Und an diesem Punkt setzt unser Buch an. Motti hatte leider nicht das Glück, dass es mit ihm und Laura etwas wird. Und so macht er sich ganz einsam und verloren auf den Weg nach Israel und er landet in einem Kibbuz. Doch dieser Kibbuz ist kein durchschnittlicher Kibbuz, kein normaler Kibbuz, sondern die jungen Männer, die da außer ihm wohnen und eben auch von ihren Müttern verstoßen wurden, erklären ihm, was sie sind und was ihre Aufgabe ist. Sie begreifen sich nämlich als die jüdische Weltverschwörung. Und das war etwas, über das ich ganz stark gestolpert bin. Das habe ich euch auch schon in den Neuzugängen erzählt. Und zwar ist die jüdische Weltverschwörung ja eigentlich ein Begriff, den die Nazis geprägt haben. Und es ist quasi im ersten Moment völlig obszön, wenn man das liest, dass sich die jüdischen jungen Männer in diesem Buch genau das zum Ziel gemacht haben, was sich die Nazis propagandamäßig aus den Haaren herbeigezogen haben. Und das macht erstmal schon eine sehr skurrile Situation aus. Aber die jungen Männer überlegen sich eben, wie sie das anstellen können. Und ihr Ziel ist es einfach, den Menschen, die Juden sympathisch zu machen und dazu zu führen, dass alle Leute Juden mögen und jüdische Dinge wollen, kaufen wollen und tun wollen. Es geht darum, dass die Leute doch bitte mehr Hummus essen. Es geht darum, eine
ja, Orangenvermarktung anzustreben, wie das Ganze vonstatten geht, müsst ihr natürlich selbst lesen, aber deshalb passt eben auch die Orange auf dem Cover ganz, ganz toll. Und das ist nicht der einzige Handlungsstrang, den es gibt. Wenn ihr dachtet, jetzt ist es abgefahren, nein, es kommt eigentlich noch schlimmer. Und zwar beginnt unser zweiter Handlungsstrang am Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben es hier mit Wehrmachtssoldaten zu tun, die nicht wirklich einsehen wollen, dass die Nazis am Ende sind, dass sie besiegt sind, und daraufhin verschanzen sie sich in den Alpen in einem Berg. Und wir haben es hier also nicht mit Nazis von der dunklen Seite des Mondes zu tun, sondern von Nazis im Berg. Und diese verschanzen sich da über Jahrzehnte. Und irgendwann sollen natürlich die beiden Handlungsstränge, also Motti und seine Weltverschwörung und die Nazis vom Berg, die sollen sich irgendwie treffen. Und ja, also ich möchte euch wirklich nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist einfach skurril, es ist obszön und es ist auch völlig überzogen. Und diese Überzogenheit macht es teilweise eben auch ein bisschen schwierig, was man hier liest. Denn würde man all diese Dinge aus dem Kontext nehmen, wäre das völlig haarsträubend, was man hier im Buch liest. Aber hier wird einfach am laufenden Band so viel überzeichnet, es werden so viele Grenzen mit dem Humor überschritten, dass es einfach eine wahnsinnig runde Sache ist. Aber man muss es aber alles in einem mögen. Man muss ein Verständnis für den Humor haben. Und mein Verständnis für den Humor Thomas Mayers hier ist einfach, dass er in diesem Buch am laufenden Band Nazis veräppelt und dies eben auf bitterböse Art und Weise, die mich einfach sehr angesprochen hat. Und er überschreitet dabei die ein oder andere Grenze, er traut sich ordentlich was. Ich fand den ersten Wolkenbruch auch schon sehr humorvoll, aber hier lehnt er sich einfach wahnsinnig weit aus dem Fenster. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben Leute gibt, bei denen das sehr gut ankommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Leute da eben auch ihre Grenze sehen und sagen, da gehen sie nicht mehr mit. Das muss man also selbst wissen, da muss man am besten selbst reinlesen, und deshalb ist es von mir auch keine uneingeschränkte Empfehlung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass hier einfach so eine runde Sache geschaffen wird und dass an dieser Stelle auch Nazis einfach so arg durch den Kakao gezogen wurden, dass ich es einfach schrecklich gefeiert habe. Das Buch hat für mich auch einfach süchtig gemacht. Ich habe es innerhalb kürzester Zeit gelesen, weil ich es einfach nicht weglegen konnte. Und es sind einige Dinge dabei, über die man wirklich nachdenken muss. Und das finde ich auch fürchterlich gut daran, dass es eben Dinge sind, die man oft einfach nicht hinnehmen kann, über die man dann erstmal nachdenkt, die man erstmal ordnen muss, und somit hat es mich irgendwie auch erfreut, dass es nicht einfach irgendein stumpfer Humor ist, sondern dass das hier schon mal einige Schritte weitergeht als unser Urwolkenbruch. Und insofern ist es eben auch keine Fortsetzung, die eben von der Form her auch beim ersten Buch anknüpft. Also geschichtlich knüpft es direkt beim ersten Buch an, aber die Form ist eben auch eine andere. Wie gesagt, zwei Handlungsstränge, und was auch noch dazu kommt, wir befinden uns öfter mal im internationalen Raum und dementsprechend haben wir auch nicht mehr diese starke Mischung aus Deutsch und Jiddisch, die wir hier lesen. Das Jiddische tritt ein wenig in den Hintergrund. Es gibt auch kein Glossar mehr, was aber auch nicht schlimm ist, denn es werden einfach ein paar Worte, die man schon aus dem ersten Band kennt, einfach wieder benutzt, und es sind eben auch Worte, die relativ einprägsam sind, die im ersten Band ständig vorkamen und die man eigentlich kennt, wenn man den ersten Band gelesen hat. Insofern hat es mich jetzt nicht gestört, dass wir jetzt nicht schon wieder ein Glossar haben, aber man muss erst darauf klarkommen, wenn man eben erwartet, dass es so weitergeht wie im ersten Band, aber jetzt eben doch sprachlich noch mal was anderes ist. Was ich aber schön fand, ist, dass das Buch seinen Charakteren treu bleibt. Also wir haben einmal unseren Motti Wolkenbruch, der oft sehr unsicher ist, der auch eher in sich gekehrt ist. Motti Wolkenbruch ist eigentlich ein Protagonist, der keiner sein möchte, und das merkt man, und das war auch schon im ersten Band so. Wir lernen natürlich auch, wie Judith Wolkenbruch es in diesem Band schafft, die Welt zu retten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber ich habe es so sehr gefeiert, in was für ein Stadium dieses Buch irgendwann mal geht, denn irgendwann wird daraus eben auch etwas Digitales. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, aber jeder Mensch, der schon mal eine Siri, eine Alexa oder ein Google Assistant benutzt hat, der wird sich einfach
totlachen in diesem Buch. Also es gab wirklich Stellen, da konnte ich einfach nicht mehr. Und es ist einfach genial, was Thomas Mayer hier schafft. Aber es ist alles auf einer sehr humorvollen Ebene. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, ob man was damit anfangen kann oder eben nicht. Wenn man mit diesem Humor nichts anfangen kann und es einen nicht anspricht, dann ist dieses Buch wahrscheinlich keine tolle Sache. Und ja, das macht dieses Buch vielleicht teilweise auch so schwierig, aber ich habe einfach das Gefühl, dass Thomas Mayer hier aufs Ganze geht und dass er einfach ein bisschen hochpokert mit seinem Humor und das kann eben sehr gut ankommen oder eben nicht. Aber ich bin unheimlich gespannt, wie andere Leute dieses Buch gefunden haben. Was ihr jetzt also schlussendlich zum zweiten Wolkenbruch aus diesem Video mitnehmen könnt, ist, dass es zum einen anders gestrickt ist, dass es zum anderen aber sehr viel mehr den Fokus auf Story legt als der erste Band. Natürlich hatte auch der erste Band eine Geschichte, aber es war eine eher ruhige Geschichte. Und hier haben wir eine nahezu rasante Geschichte, die eben auch Spannung aufbaut, die wahnsinnig humorvoll ist, aber eben auch sehr viel sehr bösen Humor beinhaltet. Und ich mochte es. Wer gerne Satire mag und liest, der wird damit wahrscheinlich sehr, sehr gut bedient sein. Und ja, für mich war es ein Jahreshighlight und ich kann es euch ans Herz legen, wenn ihr mit diesem Humor was anfangen könnt, schaut sehr gerne in die Infobox, da habe ich wie immer die Verlagsseite mit der Leseprobe verlinkt, schaut da sehr gerne rein, lest gerne rein und ansonsten hoffe ich einfach, ich konnte euch neugierig auf das Buch machen, falls ihr es schon gelesen habt, schreibt mir doch sehr gerne eure Eindrücke dazu und insbesondere zu dem Humor in diesem Buch in die Kommentare, das würde mich wahnsinnig freuen und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!